Junkfoodtaster.com. Hier gibt es Brunch. Und zwar Jägerschinkenpfeffer. Ja, das ist limitierte Auflage. Genau. Und es gäbe noch Brunch-Sammler-Champignon. Das habe ich aber nun gerade nicht. Okay, genau, gucken wir mal auf die Listen. Okay, das ist Magermilchjoghurt, Paprika, Schinken, Speisegelatine. Genau, und was haben wir hier noch? Eiweiß 4,7%, Zucker 3,9%, Fett 20%. Ja, ich würde sagen, das ist ja Fett dominiert auf alle Fälle. Darf ich mal aufziehen. Ja, ich habe den Professionalitätsgrad weiter gesteigert. Das Brötchen ist schon eher aufgeschnitten. Okay. Ja, sieht lecker aus auf alle Fälle. So mit bunten Stellen. Wenn das Jäger heißt, müsste da nicht eigentlich. Na ja, schon ein Wildschwein oder was drin sein. Es weckt in mir gleich den Instinkt, hier noch mehr drauf zu schmieren. Da schmiert ihr euch auch Zentimeter dicke Schichten aufs Brötchen, so wie ich. Ja, sehr schön. Schmeckt schon ziemlich deftig. So wie es sein muss, würde ich sagen. Gebe ich Swin. So, this is now Deer Hunters Bacon Pepper Brunch Spreadable Cream Yogurt whatever. It's not a fresh cheese, as I say here, it's main ingredient. Oh, it's yogurt. Don't ask me why it's deer hunter stuff, because the only ingredient would like be the bacon here. But it tastes really intense. Yeah, hefty taste. Yeah, it's a nice spreadable. I think this is limited stuff, so it's an alternation, and it really is. I don't think it will get a standard flavor, because it's a little bit too special, but I think from time to time you want something special, and therefore it's just perfect win. So that's it, thanks for watching.